Ein Aquarium ohne Huminstoffe ist Tierquälerei. Ganz eindeutig. Hallo und moin moin. Huminstoffe sind der Wasseraufbereiter Nummer 1 und sollten in keinem Fall fehlen. Und warum das so ist, darüber sprechen wir jetzt. Können Sie uns erklären, was Huminstoffe denn sind? Huminstoffe sind im Wesentlichen Abbauprodukte von Pflanzen, im Wesentlichen Pflanzen, von Bodenorganismen, von Bakterien. Aber der wesentliche Anteil kommt tatsächlich von den Pflanzen. Die Huminstoffe werden ausgelaugt, in den Boden gespeichert und mit Regen dann in die Gewässer eingespült. Die Huminstoffe sind in jedem Ökosystem vorhanden. In den Binnengewässern ist die Zahl 1 zu 10. Also die Huminstoffe sind 10-mal konzentrierter bezogen auf den Kohlenstoff als alle Lebewesen. Es gibt kein natürliches Ökosystem ohne Huminstoffe. Ja. Huminstoffe sind natürliche Fremdstoffe. Mhm. Vergleichbar, nicht ganz so schlimm wie die Chemikalien, die der Mensch in die Umwelt einbringt. Ja, aber für die Organismen in erster Linie ist das dasselbe. Nur haben die Organismen sich an die Huminstoffe eben über die Evolutionszeit, über die vielen, vielen Jahre, Millionen Jahre anpassen können und haben diesen Stress der Huminstoffe in was Positives umgewandelt. Ja, und das brauchen die Organismen, damit sie sich gut entwickeln können. Das ist lebenswichtig. Dann sind die Tiere gestärkter gegen Parasiten und Pathogene. Eine wunderbare präbiotische Wirkung haben die Huminstoffe. Präbiotische Wirkung ist, das Immunsystem wird gestärkt und die Organismen leben länger und zwar mit weniger Krankheiten. Aber letztlich ist es doch wichtiger, dass es den Tieren gut geht. Ja, man muss das ja nicht so dunkel machen, dass man seine Viecher nicht mehr findet. So mit Huminstoffen anreichern, dass es eine ganz schwache Farbe gibt. Den Tieren tut es extrem gut. Okay. Dann haben Huminstoffe ja auch in den Studien bei der Weißpünktchenkrankheit geholfen, Ichthyo. Es gibt die Wundheilung und es gibt ganz sicher die Stärkung des Immunsystems. Da wurde festgestellt, dass durch die Huminstoffe die Wundheilung besser wurde. Ja. Und dass die Überlebensrate auch besser war. Die Fische waren infiziert mit dem Wasserschimmel. Ja, genau. Und sie hatten kaputte Flossen. Und die Flossen wuchsen, wenn sie mit Huminstoffen in Berührung kamen, sehr viel schneller. Die Flossen wurden wieder ganz und die Tiere lebten weiter. Auch die Farben waren besser. Ja. Sie haben eine sehr spannende Untersuchung gemacht zu dem Schwertträger, den Sie genervt haben, indem Sie ihn täglich gefangen haben und umgesetzt haben. Und ja, das wirklich spannende Ergebnis war ja, dass die Tiere, die keine Huminstoffe hatten, das Wachstum eingestellt haben, also super gestresst waren, nicht mehr weitermachen wollten sozusagen. Ja. Und die Tiere, die Sie mit Huminstoffen gehalten haben, die haben ja schon ab einem 5 Milligramm haben die ja schon keinerlei Stresssymptome mehr. Die sind ganz normal weitergewachsen, weitergefressen. Auch das wird so gewesen sein, dass das eine mehrfach Stressresistenz gewesen ist. Ja. Die Immungene hochreguliert werden. Ja. Die Immunabwehr auf allen Ebenen, auch die angeborene Immunabwehr, die sich nicht gegen einen bestimmten Erreger richtet, dass die hochgefahren wird. Dass die Abwehrsysteme der Tiere direkt aktiviert werden. Aber Schwermetalle werden gebunden. Solche Sachen, dass also oder auch wenn sie Pestizide oder irgendwelche Reststoffe unangenehmer Art drin haben, so werden die angelagert. Und die Verbindungen werden so groß, dass die Tiere sie nicht mehr aufnehmen können. Wenn aber zu viele Kohlenhydrate, Zucker noch verfügbar waren. Ja, wie jetzt hier, würde ich nicht so gerne nehmen, was gerade dies heruntergefallen ist. Das ist frisch runtergefallen. Ja. Also Sie können negative Effekte haben, wenn Sie den falschen Huminstoff benutzen. Ja, also auf jeden Fall für Leute, die selbst ihr Laub sammeln und das verwenden wollen, sollten lieber einige Zeit warten, bis die Kohlenhydrate einen Winter lang warten. Ja. Die Nährstoffaufnahme der Pflanzen ist ja auch gerade für Aquascaper besonders wichtig. Zum Beispiel Eisen, dass es besser aufgenommen wird durch Huminstoffe. Ja, das ist vollkommen richtig. Und es werden beide Formen von Eisen, Eisen 3 und Eisen 2, durch Huminstoffe in Lösung gehalten. Sie hatten schon angesprochen, dass die Huminstoffe gut Schwermetalle binden können. Da habe ich eine
spannende Studie gelesen aus Australien. Und zwar gibt es da eine ehemalige Kupfermine, die liegt an einem Fluss, in dem diese Caridina-Garnelen leben. Und in den Baggergruben, die da jetzt übrig sind, steht also hochtoxisches Wasser. Da sind pH-Werte von 2,7 und eine hohe Schwermetallbelastung. Also da ist kein Leben möglich. Und in dieser Untersuchung wurde geschaut, welche Konzentration von diesem Wasser können die Garnelen noch vertragen. Und da wurde festgestellt, dass bei einer Konzentration ab 2,5% alle Garnelen tot waren, also kein Überleben mehr möglich war. Und in Verbindung mit Huminstoffen, und das finde ich wirklich sehr spannend, haben bis zu 66% Garnelen noch gelebt, also konnten überleben. Das Kupfer wurde also bis 70% reduziert. Also das finde ich schon erstaunlich, dass man also mit Huminstoffen ja, Schwermetalle sozusagen so unschädlich machen kann. In Kanada wurde festgestellt, da gibt es eine Barschart, dass die Schlupfrate steigt, wenn große Holzfällaktionen an einem Fluss stattfinden, sehr viel Pflanzenmaterial in den Fluss kommt, dann steigt plötzlich die Schlupfrate bei den Barschen. Ja, ist, ja auch ist alles dasselbe eigentlich. Ne? Ja, und bei den Wirbellosen gibt es ja auch schöne Untersuchungen zu dem Wasserfloh, den Moina micrura heißt der. Da haben sie ja auch dran gearbeitet. Ja, was bei den Moinas noch herausgekommen ist, sie leben länger, sie haben mehr Nachkommen. Die Nachkommen sind stärker, sind stressresistenter und haben unter Umständen sogar mehr Nachkommen. Das konnte man genetisch nachweisen. Kann man denn diese Untersuchungsergebnisse auch auf andere Arten übertragen? Bei den Fischen, wenn wir jetzt nochmal zu dem Zebra-Bärbling zurückkommen, mit Sicherheit, denn jeder Fischembryo muss ja aus seiner Eihülle herauskommen und hat dazu eben Enzyme, die die Eihülle auflösen. Mhm. Und wenn die Huminstoffe jetzt dieses Gen, was dafür kodiert, früher anschalten, dann wird das nicht nur beim Zebra-Bärbling so sein, sondern auch bei anderen Fischen. Sofern es sich, wir haben das ja schon öfter angesprochen heute, um eine Mehrfach-Stressresistenz handelt, die beim Fadenwurm nachgewiesen wurde, beim kleinen Wasserfloh Moina oder jetzt bei den Garnelen vermutet wird, dann kann man das verallgemeinern. Okay. Sie können ganz eindeutig sagen, sie sind stabiler, sie sind resistenter gegenüber irgendwelchen Stressoren, jetzt falsches Behandeln oder zu viel Licht oder zu viel Temperatur oder sonst etwas. Okay, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja, also das ist sind eine Menge spannender Untersuchungen, die Sie da gemacht haben. Wir kommen mal jetzt zu dem Fazit des Ganzen. Sie sind gesünder, sie haben ein stärkeres Immunsystem, sie leben länger, sie wachsen besser, sind farbenfroher, haben mehr Nachkommen. Die Nachkommen haben eine höhere Überlebensrate, also eine Überlebenschance. Verletzungen heilen besser, Pflanzen können besser Nährstoffe aufnehmen und ganz wichtig, auch gerade für uns Garnelenhalter, die Huminstoffe binden sehr stark Schadstoffe. Genau. Und ich würde das in einem Satz zusammenfassen. Ein Aquarium ohne Huminstoffe, auch wenn es nur ganz wenige sind, ist Tierquälerei. Ganz eindeutig.